Ja, wenn die Sonne war, wollte ich mir eigentlich dann schon einen Hut aufsetzen und sie so begrüßen. Aber weil schon die ersten Gäste da waren, als ich ankam, da bin ich da ganz drüber weggekommen. Ne? Ich habe aber noch andere in den Kartons. Es geht heute um die Frau und es haben ganz vorsichtig einige Herren angefragt, ob sie denn mitkommen dürfen. Oder die Ehefrauen haben gefragt, ob ihr Mann mitkommen darf. Geht über sie und ich möchte anfangen mit einem Text über eine unbeliebte Kollegin. Ich habe mir extra ein Weiberlexikon bestellt im Internet, da kriegt man ja heutzutage alles. Gibt sie ihre Kinder in die Kinderkrippe, dann ist sie eine Rabenmutter. Bleibt sie zu Hause, ja dann verkommt sie doch hinter dem Suppentopf. Leistet sie viel, verliert sie ihren Charme. Leistet sie wenig, dann verliert sie ihre Stellung. Verwendet sie Make-up, trägt sie Kriegsbemalung. Verwendet sie keines, vernachlässigt sie ihr Äußeres. Eine 27-jährige Bäuerin aus Worms berichtet und sie wird als ein Wieb mit B bezeichnet. Über ihr Leben berichtet sie aber in der heutigen Sprache. Es geht los kurz vor Sonnenaufgang. Ich muss gleich wieder aufs Feld und ich habe den dumpfen Verdacht, dass ich einen Bettherde erwischt habe. Gut, dass ich als verheiratete Frau mein Haar wie eine Nonne unterm Tuchgebände verstecken kann, ja sogar muss. Genau weiß ich gar nicht, wie schlecht mein Haar heute aussieht, denn wir haben keinen Badezimmerspiegel. Um genau zu sein, wir haben auch gar kein Badezimmer. Nur eine Latrine und die direkt neben dem Brunnen, da gehört sie hin in der Zeit. Im 17. Jahrhundert hat man dann aber auch für eine fein gebildete Geliebte eines Fürsten den Begriff Dame verwendet. Bis ins 18. Jahrhundert war es der Titel der Frau in Adelskreisen und bei Hof, also eine Art Ritterwürde. Erst seit dem 18. Jahrhundert hat sich Dame auch im Bürgertum verbreitet. Am Ende. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Nachmittag hier verbracht. Es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns irgendwo mal wieder.